Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe Alpenwelle aktuell. Und Sie sehen es, der Roland Eberhard von der Galimerus ist bereits wieder da. Hoi Roli. Hoi Elmar. Heute habe ich wirklich richtig Lust, dass wir da ein bisschen pläuschen miteinander, ein bisschen über unsere Musik reden, natürlich, ja, und über andere Musik. Es geht ja heute nicht mehr um unsere Oldies-Zeiten, die wir letztes Mal gezeigt haben, sondern um das, was momentan in den letzten paar Jahren sich abgespielt hat. Ja, sehr gerne. Roland, in Deutschland, also ich muss sagen, liebe Zuschauer, was da in den letzten, behaupte ich jetzt mal, 4-5 Jahren passiert ist, ist ein Wahnsinn. Und so etwas hat eine Schweizer Formation, eine Schlagerformation, noch nie erlebt. In Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, auf Platz 1 in der offiziellen Popcharts. Roland, bist du dir bewusst, was das überhaupt heisst? Ich war mir natürlich lang überhaupt nicht bewusst gewesen, weil ich natürlich auch von so etwas auch träumt, aber nicht denkt, dass das möglich ist. Jetzt, was Tatsache geworden ist, habe ich gesehen, das ist etwas, das sehr, sehr hoch einzuschätzen ist, wo man muss dankbar sein, dass es das Publikum nach wie vor gibt, wo die Musik Wett, wo Freude daran hat, und dass man dort auf diesem Dampfer darf mitfahren darf, ist einfach nur grossartig. Kann man eigentlich sagen, also ich sage jetzt einmal, dein grösster Erfolgstitel, «Du bist wie der Stern, so schön», hat alles ausgelöst. Also das ist so, definitiv. Ich meine, in der Schweiz da haben alle diesen Titel gehört und heute auch. Wir können spielen, wo wir wollen, in der Schweiz besonders. Diesen Titel, den kennt man einfach irgendwie in jedem Ecke von der Schweiz und alle singen mit und alle haben ihn gern. Das gehört zu uns wie was weiß ich, ein Nummer oder so irgendetwas. Ist einfach «Du bist wie der Stern, so schön». Der Titel, den die Leute einfach brauchen. Und ich bin unglaublich stolz, aber auch glücklich, dass es einfach so sein musste, dass man der Titel zu Sinn gekommen ist. Tja, Roland, 7 Mal allein in den Schweizer Charts, zuoberst auf den Popcharts auf Platz 1. Er hat 7 Mal die Auszeichnung bekommen. Das ist ein Wahnsinn, Roland. Hey, das ist auch wirklich so ein Meilenstein, wo früher, ich mich erinnere, da hat man sich gewünscht, auch ganz vorne zu fahren. Wir sind zwar auch in den Top 10 immer wieder mal gewesen, aber dass nach so vielen Jahren der Zug noch einmal so richtig abfährt, das hätte ich mir natürlich nie träumen lassen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass 7 Mal in Folge die Schweiz auf Platz 1 macht uns natürlich sehr stolz und wir hoffen, wir können weiterhin mitmischeln, auch wenn es nicht immer das 1 wird sein, aber wenn wir weiterhin dürfen mitmischeln, dann sind wir sehr glücklich. Roland, ich kann mich erinnern, das Mal, wo ich durfte, vor vielen Jahren mit der Galimerus zusammenarbeiten, haben wir ja, glaube ich, 6-7 Produktionen gemeinsam gemacht. Und dann habe ich immer das Kollegen in Deutschland anbieten. Und da hat es mir immer wehgetan. Die Deutschen haben immer wieder gesagt, ach, was willst du mit den alten Säcken? Also so hat man, man geredet, oder? Und ich habe es immer dermaßen genervt. Und für mich selber ist es so eine Genugtuung, wenn man sieht, ah, jetzt sind ihr auch in Deutschland und in Österreich Nummer 1. Also das ist schon verrückt. Aber ich glaube, es braucht auch ein bisschen Power von der entsprechenden Schallplattenfirma, damit man überhaupt zu weit kommen. Ja, also ich glaube, du gerade als Spezialist und als Chef von der Plattenfirma dann zumal in der Schweiz mit Koch, weißt, was es alles braucht, damit man überhaupt ganz weit vorne kann sein. Das ist uns am Anfang auch nicht so fest bewusst gewesen, aber heute weiss ich, das braucht riesigen Aufwand, dass schlussendlich der Ertrag auch da ist. Wir haben jetzt das Glück mit unserer Plattenfirma, die in Berlin und München daheim ist, dass sie das Know-how haben und auch bereit sind, für uns den Einsatz überhaupt zu fahren, dass sie wissen, es kommt dann wieder zurück, die CDs werden verkauft. Und auch jetzt, im Zusammenhang mit dem Alter, das du vorhin gesagt hast, Elmar, das ist richtig, wir können es alle zusammen nicht wehren gegen das Alter, das ist wie es ist. Aber ich merke heute, fast viel länger, dass wir spielen, das ist überhaupt nichts Negatives. Das Publikum wird älter mit uns. Ja, es bleibt niemandem erspart. Und es bedeutet aber auch, wow, die haben so viel lange durchgebissen, haben so viel lange dürfen mitmachen der Front und darum tragen sie vielleicht einem noch viel mehr auf Händen. Aber ehrlich, Roli, brauchst du morgen nicht ein bisschen länger schlafen als noch vor 5 Jahren? Es geht eigentlich nicht einmal so unbedingt. Aber was ich mir jetzt erlaube, was losgegangen ist mit Covid-19, dass ich
ich halt nicht mehr am Morgen jetzt bereits um 7 oder halb 8 im Studio bin und im Büro bin, sondern halt vielleicht erst um 9. Und das genieße ich am Morgen in aller Ruhe natürlich zusammen mit der Sandra einen Kaffee zu nehmen und mal ein bisschen, ja, einfach ein bisschen ruhig angehen der Tag. Aber manchmal wird der Tag dafür hinten raus auch gleich wieder relativ lang. Wenn du Musik komponierst, Roland, kommen ja auch ganz grosse Stars zu dir und hast auch schon Titel dürfen anbieten, die dann auch veröffentlicht worden sind. Ja, das ist so. Als Beispiel Andy Borg, Amigos, ganz viele Interpreten, die ich oft aufzählen darf. Wildecker Herzbuben zum Beispiel, eine richtige Grösse auch. Und das ist natürlich schon eine Riesenfreude, also, wenn man dann angefragt wird und sagt, hättest du deine Art, wenn du schreibst, gefällt uns gut, hättest du etwas passendes für uns, ist man natürlich schon sehr, sehr stolz. Und auch das ist etwas, was nicht selbstverständlich ist. Ich weiss nicht, ob ich dich schon mal gefragt habe, wie gehst du bei einer Komposition vor? Machst du zuerst den Text oder machst du zuerst Musik? Ja, ich bin einer, der beides miteinander macht. Also, das? Ja, ich glaub das nie. Ich suche mal zuerst die ersten Ziele vom Refrain, das Wichtigste, die sogenannte Headline. Mhm. Und das lenkt mir aber nicht die Worte, das ist schon das Wichtigste. Und jetzt suche ich gerade eine flüssige, spannende Melodie dazu. Das ist einfach die erste Ziele mit dieser Melodie, das ist das A und O in der Regel von einem Lied. Und fahren dann sofort auch miteinander wieder, also Melodie und Text. Also schreibt es gerade wirklich miteinander. Ich glaube, ihr habt auch ein wunderschönes Verhältnis untereinander mit den Musikern, was auch nicht immer so selbstverständlich ist, Roland. Das ist so. Ich denke, du meinst jetzt eine Band intern, aber natürlich auch mit anderen, genau, unterwegs ist. Mhm. Oder? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil man ist so viele Stunden miteinander zusammen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man den Job natürlich nicht gemacht hat. Man ist im Zug, im Flieger, hinter der Bühne, tut die Zeit abwarten, bis man auf die Bühne kann. Man geht zusammen einen Kaffee nehmen und das sind wirklich viele, viele, viele Stunden. Und da ist es ganz wichtig, dass man sich dort hier versteht. Und es ist auch immer wichtig, dass man gegenseitig sich wieder entgegenkommt. Es kann nicht jeder die gleiche Laune haben, jeden Tag. Es geht nicht. Man muss so Verständnis haben oder mal halt sagen, Jungs, ich brauche jetzt für mich heute eine halbe Stunde Spaziergänge machen, muss heute ein bisschen durchschnaufen. Das lernt man mit der Zeit natürlich einfach damit umzugehen. Wir sind eigentlich, du, jetzt so viel mal auch in Deutschland mit den ganz grossen Megastars unterwegs bist, wie sind eigentlich deine Erfahrungen, deine Erlebnisse, wenn du mit diesen ganz grossen Grössen miteinander auftreten? Ich würde mal sagen, grundsätzlich fast ein bisschen, wie erfolgreicher dass der Interpret ist, wie lässiger, wie einfacher ist der. Das habe ich auch schon so oft erlebt. Genau, das ist ja so, das ja. Weiss man, oder das spürt man mit der Zeit, weil sehr oft ist es so, dass sie nicht die mit Biegen und Brechen haben wollen, zu Stars werden, sondern weil sie einfach das Richtige haben gemacht. Es ist die richtige Person mit dem richtigen Titel und ist dann gut angekommen. Es gibt dann aber andere, die mit Biegen und Brechen versuchen, zu Stars zu werden. Und wenn sie dann schon so drei Treppen erreicht haben, haben sie das Gefühl, sie gehören schon zu der Spitze. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Also Bescheidenheit, würde ich sagen, ist nach wie vor angesagt. Könnt ihr auch ein paar Geschichten erzählen. Ich nehme an, du hast ganz spezielle Erfahrungen, wenn man so Videoclip muss drehen. Ich habe letztens von der Santiano haben wir etwas dürfen, ausstrahlen, wie da ein Videoclip produziert wird. Ich nehme es mal an, da hast du auch Situationen erlebt, wo der Konsument denkt, oh, wunderschön, aber im Hintergrund steckt so viel Arbeit. Das ist eigentlich fast immer so. Das ist, also Videoclips zu drehen ist sehr, sehr streng. Also man muss relativ früh auf im Hotel, also sagen um 6, 7 Uhr auf, 8 Uhr schnell zum Morgen nehmen, dann noch den Bus laden und los geht's mit den Kameras und Instrumenten an den Strand als Beispiel. Dann ist es wetterabhängig. Wenn das Wetter nicht passt, dann wird man irgendwann nervös, weil man merkt, jetzt hätten wir, das Licht geht langsam fort und wir müssten noch zwingend zwei Lieder machen. Es sind ganz viele Punkte. Es kann sein, dass es kalt ist, dass es zügig ist. Aber natürlich darf man sich das nicht anmerken, selbstverständlich. Man muss dann tun. Also, es gibt schon viele Punkte, die zusammenkommen, die das interessant machen. Aber im Großen und Ganzen ist es sehr, sehr anstrengend. Ja. Ist das auch der Grund, dass du relativ sehr oft in Mallorca bist, genau wie man halt dort immer mehr oder weniger schönes Wetter hat?
Ja, das ist natürlich, man sucht natürlich selbstverständlich den Süden. Das sind ja die Kanarischen Inseln, die wir auch schon gefilmt haben. In Israel haben wir gefilmt und anderen Orten. Südspanien. Das ist das, was unsere Lieder beschreiben, ja, die schönen Momente, schönen Plätze im Süden. Und darum suchen wir immer so etwas. Aber man hat manchmal schon Pech. Als Beispiel, wo wir das letzte Mal in Mallorca gefilmt haben, 4 Tage gefilmt, hat es 4 Tage geregnet. Oh, das, heisst, das tut dann weh. Ja, stimmt, wirklich. Da muss man sich dann schon etwas einfallen. Jedes Zeitfenster nehmen, wo heute die Sonne kurz scheint. Jetzt haben wir ja eine Sendung, eigentlich, wo Calimeros Neuzeit eigentlich ist. Früher sind wir immer in einer Schweizer Firma gewesen, bis wir dann eben zu einer deutschen Firma gekommen sind. Ich glaube, das war auch ein springender Punkt gewesen, damit wirklich nochmal einen Riesenschub für den Calimeros geht. Ja, ich denke schon. Wir sind sehr, sehr dankbar für die Zeiten, die wir alles mit den Schweizer Firmen haben dürfen machen. Das war die Grundlage, der Grundstein überhaupt für diesen grossen Erfolg. Aber es hat es dann irgendwann, haben wir schon gemerkt, jetzt, wenn wir weiterkommen wollen, brauchen wir jemanden, der eigentlich ganz Europa abdecken kann. Das haben wir mittlerweile erreicht mit dieser Firma und den Leuten, die dort hier arbeiten. Und anders würde es gar nicht mehr gehen. Sonst müsste man sich einfach entscheiden und sagen, okay, wir fahren wieder ganz zurückfahren und machen das Minimum in der Schweiz. Aber das wollen wir natürlich lieber auch nicht. Also Ronald, ich hatte ja schon mal gefragt, wie lange willst du denn eigentlich auf der Bühne stehen? Ich meine, wir sind gleich alt. Ich bin jung, jetzt nicht zurück. Ja. Ja, aber Roland, einfach irgendwann hast du sicher auch im Hinterkopf, wenn nicht, dann muss ich jetzt mal ein bisschen oben runterfahren. Weil, ja. Ich sage das einfach, du hast mir heute Mittag, liebe Zuschauer, ich muss es echt sagen, was der Roland mir zeigt, der hat mich fast verklopft. So einen langen Terminplan, allein nächstes Jahr, glaube ich, im November, Dezember sind irgendwie über 50 Termine. Roland, wie hältst du das aus? Ich muss mit dem Alter jetzt auch ein bisschen zurückgehen und sagen, ich brauche einfach 2-3 Stunden mehr Schlaf. Ja, ich glaube, mir muss es ein bisschen anders sein. Teilen, mal ganz sicher, dass man sagt, okay, einen Monat vorher oder so etwas ruhiger nehmen und dann halt eine geballte Ladung richtig durchziehen. Ich weiss in der Zwischenzeit auch, wie man muss umgehen, wenn man viel unterwegs ist und halt dann die Ruhe im Hotelzimmer für sich mehr braucht. Wie soll ich sagen, um diese Frage zu beantworten, wann siehst du denn ein Ende? Da stellt man sich eine Zahl vor und denkt, leck Jimmy, wenn ich dann schon bald 70 irgendwann bin, also in 5 Jahren, dann ist das wirklich das Mass aller Dinge. Da bin ich aber auch wieder mit Interpreten unterwegs, wie Bernhard Brinkel, ganz, ganz viele, die man jetzt auch aufzählen könnte, wie der König von Mallorca und was auch immer. Und die Leute sind über 70 und immer noch im Saft, immer noch Spass. Also vermutlich wird dann die Freude zeigen, ob man noch weiterfahren will oder nicht. Aber Roland, wir haben ja gesagt, ab der nächsten Sendung geben wir für die Interpreten Noten vergeben. Ich vergebe jetzt trotzdem eine für den Calimeros, nicht weil du da sitzt, sondern von mir erhältst du die Höchstnote C über. Einfachen Grund, den ich auch argumentieren kann. Weil wenn es ein Interpret, wenn es ein Schweizer Künstler einmal schafft, in Deutschland, Österreich und der Schweiz gemeinsam mit dem gleichen Album auf Platz 1 in der offiziellen, nicht einfach Charts, sondern die offizielle Popcharts auf Platz 1 darf sein. Ich meine, das ist das Beste vom Besten. Man kann gar nicht mehr überkommen, eigentlich. Außer der Applaus vom Publikum natürlich. Ja, das ist wirklich eine fantastische Auszeichnung und zeigt einfach, dass einem das Publikum immer noch gerne hat. Und da können wir nicht genug danken, den Fans und den Leuten. Und du dich motivieren, natürlich vorläufig weiterzufahren. Und das war schon fast nämlich, Roland, weil meine Mama sagt immer, als ich gesagt habe, mit Roland Eberhard zusammen, hat sie mir einen einzigen Satz gesagt, den ich wirklich auch will, offiziell in die Kamera Ihnen sagen. Ja, der Roland, der ist halt schon mit beiden Beinen vom Boden geblieben und so ein anständiger, braver. Er ist nämlich auch so. Und Roland ist zu brav. Ja, das ist manchmal auch der Fall, das stimmt. Genau. Ja. Roland, wir sind schon wieder, überzogen. Ja, danke nochmal. Danke vielmals, dass du da gewesen bist. Und ich glaube, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Kommen wir gerne wieder. Ich bin gespannt, wenn wir für einen Interpret ein bisschen durchnehmen. Danke, liebe Zuschauer, das war es. Bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander.